Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer hier in der Welt von Final Fantasy XIV Endwalker. Ja, der DLC ist da, die erste Folge ist schon draußen, das ist die zweite Folge. Und wie es bei mir Tradition ist, bei neuen DLCs und Add-ons vor allem, wir spielen mal in die neuen Klassen rein. Und deshalb gehen wir hier zum gehetzten wirkenden Diener, denn hier kriegen wir die Reaper-Klasse. Oder die Sense halt. Der gehetzt wirkende Diener sucht nach jemandem mit Einschüchterungspotenzial. Schnitter heißt er auf Deutsch, okay. Sehr freundlich, dass du Zeit für mich erübrigst. Du bist eine Abenteurerin, nicht wahr? Und darüber hinaus eine, die sich zu wehren weiß, wenn mich mein Blick nicht trügt. Gestatte, dass ich mich vorstelle. Ich stehe im Dienst eines ehrenwerten Händlers. Und der hat leider ein Problem. Er wird nämlich von einer Verbrecherbande erpresst, den Lemuren. Angeführt wird dieser Haufen von einem ruchlosen Subjekt, das wegen seiner bedrohlichen Waffe allerorts als die Sense gefürchtet wird. Wiederholt hat diese gemeingefährliche Person meinen Herrn aufgesucht und eine nicht unbeträchtliche Summe von ihm gefordert. Andernfalls wolle man ihn, nun, das kannst du dir ja sicher vorstellen. Mein Herr hat nicht vor, sich kampflos von seinen ehrlich erarbeiteten Jill zu trennen. Und wenn eine stattliche Abenteurerin wie du ihm zur Seite stünde, stiegen seine Chancen ins beträchtlich. Die Belohnung würde natürlich ebenfalls stattlich ausfallen, versteht sich von selbst. Zwinker, zwinker. Wenn dich das Angebot interessiert, dann suche meinen Herrn auf, auf der Saphir-Straßenmarkt auf, wo er der Sense und ihre Bande Halsabschneider zu trotzen denkt. Sein Name ist Giligio. Okay. Ah, die neue Fanfare ist echt cool gemacht worden. So, aber jetzt muss ich ganz kurz gucken. Da ist der kürzeste Weg. Bis gleich. Irgendwo muss er sein. Ah ja. Little Jesus hier. Das ist einer von ihnen, du Lump! Nur damit du es weißt, ich lasse mich nicht erpressen, also verschwinde, oder? Werte Giligio, verzeiht, dass ich euch nicht im Voraus unterrichtet habe. Dies da ist die Abenteurerin, deren Dienste ich für euren Schutz gewinnen konnte. Okay. Verstehe. Dann bitte ich, die barsche Begrüßung zu entschuldigen. Diese unangenehme Situation hat etwas an meinen Nervenkostümen genagt, wie du sicherlich vorstellen kannst. Nun gut, die Lage ist folgendermaßen. Zu meinen Leidwesen hat mich eine Verbrecherbande, die sich die Lemure nennt, ins Visier genommen und verlangt Schutzgeldzahlungen, und zwar nicht so knapp. Diese Barbaren kommen nicht von hier und scheren sich einen feuchten Kehricht um unsere Rechte und unsere guten Sitten. Genau, man lädt erst jemanden ein, bevor man Schutzgeld erpresst. So ist es hier in Ulda gang und gäbe. Und diese Sense, die ihre Beamte anführt, ist die schlimmste von allen. Der Name ist übrigens Programm. Immerzu wedelt sie mit einer dieser riesigen Klingen vor dem Gesicht herum. Ha! Hält sich wohl für den Tod persönlich. Jedenfalls machen diese Diebe mit Querulanten Kurzprozess, heißt das. Bist du mutig genug, es herauszufinden? Hot. Die Sense. Hot and old. Wie sie leibt und lebt. Mein lieber Giligio, ich muss schon sagen, du enttäuscht mich wirklich schwer. Du hast uns den Lohn für unseren letzten Auftrag noch nicht ausgezahlt. Und schon heuerst du jemand Neues an? Also die Rede war eigentlich von Erpressung. Anscheinend ist der gute Herr Giligio dir noch ein paar Erklärungen schuldig. Aber das kann auch gerne ich übernehmen. Schließlich sind er und ich gute Freunde. So gut, dass er uns Lemur damit betraute, einen unliebsamen Geschäftspartner über die Risiken allzu freien Handels aufzuklären. Ulda ist ein hartes Pflaster und man kann sich hier bei der Auswahl seiner Aufträge nicht immer wählerisch sein, wenn man überleben will.
Also haben wir die Sache erledigt und würden jetzt gern unsere Belohnung einstreichen. Schau mich nicht so an, ich bin keine Belohnung. Das ist neu, das wollt ihr nicht haben. Du machst einen fähigen Eindruck. Zu fähig, um dich als Leibwächter für diesen kleinen Ganoven da zu verkaufen. Wenn wir aufkreuzen, sind die Leute normalerweise ziemlich eingeschüchtert. Du hingegen hast nicht mal mit der Wimper gezuckt. Entschuldigung, jetzt habe ich mit der Wimper gezuckt. Das schafft nur, wer voll und ganz auf seine Kräfte vertraut. Und von dieser Sorte gibt es nicht viele. Also schön, hier ist mein Vorschlag. Du vergisst das Angebot dieses Betrügers und hilfst stattdessen uns. Und im Gegenzug vergessen wir, dass wir übers Ohr gehauen wurden. Was soll das heißen? An deiner Stelle würde ich mich nicht beschweren, Giligio. Sonst überlege ich es mir vielleicht doch nochmal anders. Also, Abenteurerin, sieht aus, als hättest du wieder eine freie Hand. Mein Vorschlag dürfte dich interessieren, besonders wenn du deinen kämpferischen Horizont erweitern möchtest. Du findest mich in unserem Hauptquartier in der Perlengasse. Okay, jetzt brauche ich wieder einen Wegweiser. Ich habe keine Ahnung, wo gerade die Perlengasse ist, aber werden wir schon rausfinden. So, Parallelstraße. Okay, da muss ich nur hier... Ne, hier komme ich nicht lang. Hier hinten komme ich rum. Notfalls schlage ich mir einen Weg durch. Nein, ich komme ganz simpel hier ran. So... Wer von euch ist ein Lemur? Bitte vor... da hinten haben wir ja schon ein Lemur. So, Lemur-Mitglied. Die Chefin hat dich bereits angekündigt. Möchtest du ins Hauptquartier? Ja, bitte. Dein Gast ist da, Chefin. Die große Befreierin, von der sie alle reden, Ich habe schon einiges von dir gehört. Da bleibt nichts aus in unserem Gewerbe. Man erzählt sich, du seist nicht gerade zimperlich, wenn es sein muss. Keine Angst, ich bin nicht hier, um diese Gerüchte auf ihre Wahrheitsgehalt zu prüfen. Zumindest nicht am eigenen Leib. Mein Name ist Drusilla. Ich stehe dieser kleinen Familie vor, die wir die Lemuren nennen. Und ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Also, mal ganz kurz, wenn du wegen Imagefragen hast und so weiter. Lemuren ist nicht gerade ein furchteinflößender Name für eine Gang. Erwartest du im Ernst, dass ich mit Verbrechern zusammenarbeite? Ich meine, ich war Schurke und habe mit den Schurkengilde zusammengearbeitet, aber das ist was ganz anderes. Na, hör mir doch mal erstmal zu. Es ist nichts Illegales, so viel sei gesagt. Eher etwas Gemeinnütziges. Du sollst jemanden für mich töten, wobei das ziemlich vielleicht nicht der richtige Ausdruck ist, denn unser Ziel ist bereits tot. Du hast vielleicht schon mal von dem Phänomen gehört, Tote, die einfach wieder auferstehen. In diesem Fall geht es um einen Leichnam, der von einem Nichtsgesandten besessen wird. Ein boshaftes Exemplar, dessen Ätherdurst schon viel zu viel Opfer gefordert hat. Er soll auch im Sinne deiner Rechtschaffenheit sein, ihn zur Strecke zu bringen. Allerdings gibt es einen Haken. Man kann ihn nur mit einer ganz bestimmten Kampfkunst besiegen. Und die wäre... der Sensentanz. Okay. Galeer sind hier in Ulda wohl immer noch ein seltener Anblick,
Aber ich habe noch ein paar andere Überraschungen auf Lager. Berühre diesen Kristall. Dann wird sich zeigen, ob ich recht behalte und du in der Lage bist, die Kampfkünste meines Volkes zu lernen. Du erfüllst die Voraussetzungen also, wie ich vermutet habe. Dieser besondere Nichtsgesandte ist ein Avatar. Geh einen Pakt mit ihm ein und er wird deine zweite Hälfte, der Teil von dir, der im Nichts wandelt. Er wird dir ungeahnte Kräfte verleihen, Kräfte, die Schnitter wie ich dazu nutzen, heimlich und lautlos zu agieren und jene zu töten, die den Tod verdienen. Ich bin gewillt, die Geheimnisse dieser alten galäischen Kampfkunst mit dir zu teilen. Ich habe einfach mal einen guten Tag heute. Wenn du mir im Gegenzug dabei hilfst, diesen blutrünstigen Nichtsgesandten auszumerzen. Okay. Aber wenn dir ein Bündnis mit einer Galäre nicht schmeckt, dann... Wenn ein Pakt mit einem Nichtsgesandten zuwider ist, dann ebenso. Und wenn du zu feige dafür bist, dann erst recht. Ich habe irgendwie das Adjektiv, für was ich zu feige bin, nicht mitgekriegt, aber okay. Wenn dir das alles jedoch nichts ausmacht und du den schmalen Grat zwischen Licht und Dunkel nicht scheust, dann bleib. Ich verspreche dir, du wirst eine Kraft erhalten, die deinem Kampf für Gerechtigkeit mehr als dienlich sein sollte. Wie lautet deine Entscheidung? Oder? Du hast also deine Antwort gefunden. Eine Antwort auf die Frage, ob du als Schnitterin an meiner Seite schreiten möchtest? Bevor du sie mir mitteilst, möchte ich dich einmal warnen. Uns werden große Gefahren erwarten und ich kann dir nicht versprechen, dass wir sie alle überstehen. Aber das ist dir vermutlich bewusst. Der Murd muss ein... Was? Ich möchte die Kraft für Gerechtigkeit zu sorgen. So, okay. Dann will ich dich lehren, was ich weiß. Lege diese Schnitterkristalle an, um einen Pakt mit deinem Avatar zu schmieden. Ein Bündnis mit der Dunkelheit, was die meisten fürchten würden. Dein Avatar wird dir seine Kräfte leihen und du im Gegenzug mit den Äther deiner niedergestreckten Feinde nähren. Solange du kämpfst, wird er Pakt fortbestehen. Doch am besten probierst du es einmal selbst. Hier, die Ausrüstung einer Schnitterin. Lege sie an und sprich mit mir, wenn du bereit für deine Initiation bist. So, wir kriegen einerseits den Schnitterkristall, dann Ausrüstungsset und wir kriegen die Klingensense. So. Und den Schnitter haben wir damit freigespielt. So, dann ziehen wir uns doch gleich mal um und schauen, wie wir aussehen. So, da sind wir also jetzt ein Schnitter. Richtig schnittig sehen wir aus. So, aber Drusilla, wie geht's jetzt weiter? Flugscharen zu Schwertern. Drusilla blickt dich erwartungsvoll an. Ich hoffe, die Sense liegt dir gut in der Hand. Schön, bevor wir jedoch loslegen, sollten wir uns erst einmal richtig bekannt machen. Wie lautet dein Name? Tara Eisenseele, die Unvergleichbare, die Unberechenbare. Tara, Ich hoffe, ich kann mir das merken. Eure exotischen, eroseischen Namen waren noch nie meine Stärke. Und wo wir gerade beim Thema vergessen sind, diesen Idioten Giligio brauchst du nicht mehr weiter zu beachten. Meine Leute werden für die nötigen Abschreckungsmaßnahmen sorgen, falls er noch einmal aufmüpfig werden sollte. Wie auch immer, es gibt Wichtigeres zu tun. Wie ich sehe, hast du den Schnitterkristall angelegt. Das Wissen unserer Vorfahren sollte damit auf dich übergegangen sein. Zumindest in Teilen. Jetzt musst du nur noch den Kampf verinnerlichen. Wie der Zufall es so will, hat uns just ein Gesuch von jemandem von unserer Familie erreicht, dem ein garstige Bestie das Leben schwer macht. Er heißt Anegis und sollte in der Nähe der Sägeschreie auf uns warten. Wir brechen augenblicklich auf, folge mir. Gut, dann folgen wir mal Drusilla. Ich habe gehört, hier gibt es ein Problem, wo eine unerfahrene Schnitterin helfen kann. Drusilla, ist das der richtige Typ?
Das ist Aegis. Sein galäischer Name lautet ursprünglich anders, aber als Hochländer gibt er ebenfalls eine recht plausible Figur ab, oder? Also, Aegis, wo drückt der Schuh? Da bin ich jetzt mal gespannt. Bist du sicher, dass wir vor einer Fremden darüber reden sollten, Chefin? Deine Vorsicht ehrt dich, Aegis. Aber diese Frau steht bei mir unter Vertrag und wird unsere Familie in dieser Angelegenheit unterstützen. Alles, was ich wissen darf, darf auch sie wissen. Erzähl uns bitte, worum es geht. Okay, um eine riesige Chimäre, die diese Gegend in letzter Zeit unsicher macht. Meine Transporteure trauen sich gar nicht mehr daraus. Und wer würde es ihnen verübeln? Jedenfalls bleibe ich so auf meinen Aufträgen sitzen. Wenn das Biest nicht bald ausgemerzt wird, kann ich einpacken, Chefin. Wir werden sehen, was wir tun können, Aegis. Warte an einen sicheren Ort. Oh, noch ein Schnitter. Haha. Also gut, du hast es gehört. Wir gehen auf Chimärenjagd. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Du hast alle Kommandos und Eigenschaften für Schnitterinnen bis Stufe 70 erworben. Eine detaillierte Übersicht findest du im Fenster Kommandos und Eigenschaften. Okay. Ich glaube, ich sollte mir die vielleicht mal angucken. Also, ich schätze mal, Schlitzer ist der Standardangriff. Du führst eine physische Attacke aus. Attackwert 300, Seelenbalken fühlt sich um 10. Schatten des Todes, du führst eine physische Attacke aus. Okay. Fügt dem Ziel Architekt des Todes zu. Effekt von Architekt des Todes. Eigener Schaden bei Ziel ist um 10% erhöht. Geht das Ziel während des Wirkungsdauer K.O., füllt sich der Seelenbalken weiter um 10%. Also hier, und da kriegen wir nochmal zusätzlich. Dann haben wir Neulichtschlitzer. Du führst eine physische Attacke aus. Okay, hier haben wir ein Kombo. Chakra, okay, das Teilen. Stolperfalle ist betäuben. Höllischer Auftritt. Du schnellst 15 Jalme nach vorne. Die nächste Harpe kann sofort gewirkt werden. Was ist Harpe? Egal. Kann ich, während man gefesselt ist, gemeinsam mal mit höllischer Abgang. Blutbad. Du absorbierst einen Teil des... Achso, okay, das ist wieder so ein Standard-Harpe hier. Du führst eine elementar-neutrale magische Attacke aus. Okay. Dann haben wir noch hier den höllischen Abgang. Ah ne, okay, die Skills habe ich noch gar nicht drin. Die nehmen wir mal raus. So, dann haben wir hier den höllischen Abgang. Genau, der teilt sich ja hier mit dem höllischen Auftritt. Dann legen wir den mal hier rein. Du schnellst 15 nach hinten. Okay, nach vorne, nach hinten. Mhm. Und wir können auch wieder Harpe machen. Okay, dann infernalischer Schlitzer. Du führst eine magische Attacke aus. Kombo-Bedingung Neulichtschlitzer. Okay, der geht mit dem da einher. Dann müssen wir den zu den Chakra dazu machen. Okay, dann haben wir hier einmal eine Kombo. Und Zermürbung, das ist wieder einer von den Standard. Sichelwirbel. Du führst eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. Okay, das ist mein AOE. Dann haben wir Guillotine. Du führst eine physische Attacke auf die flächenmäßig vor dir stehenden Gegner aus. Galgen. Du führst eine physische Attacke aus. Okay. Attackwert 400. Bei Hängen 460. Von hinten 460. Bei Hängen und von hinten 520. Ich weiß nicht genau, was von Hängen heißt. Bei Hängen und von hinten. Zusatzeffekt Richten. Dauer 60 Sekunden. Während Richten ändert sich Knochengabe und Richtergriff. Ah, okay, Galgen hier. Ja. Guillotine. Und du führst eine physische Attacke aus. Okay. Was ist mit. Wahrscheinlich kriegen wir das Hängen später. Okay, Drusilla, wir sind soweit. Bereit für die Jagd? Ja. Also gut, hier legen wir uns auf die Lauer. Erstmal brauchen wir aber etwas Myrmidonenfleisch, mit dem wir die Chimäre anlocken können. Während du das besorgst, kannst du dich gleich an unsere Kampfweise gewöhnen, das Sammeln von Seelen mit deinem eigenen Avatar zu beschwören. Schnitter rufen ihren Avatar mit dem Seelenbalken herbei. Der Seelenbalken wird durch Kombos auf Basis der Kommando Schlitzer oder das Kommando Seelenschlitzer gefüllt. Um einen richtigen Schnitterin zu werden, musst du deinen Avatar perfekt beherrschen. Ich bin gespannt, wie du dich schlägst. Okay. Jetzt sind wir. Okay, dann holen wir uns erstmal hier ein paar. Gehen wir erstmal zu dem Myrmidonen-Marschall. Okay, das war das Wegspringen. Erste Kombo.
Schlitz, Schlitz und nochmal Schlitz. Okay, ich weiß nicht, ob ich den automatisch beschwören muss oder ob der automatisch beschwört wird oder ob ich den tatsächlich manuell beschwören muss. So, wir probieren es nochmal. Also ich habe den jetzt auf 100%. Und wie beschwöre ich den jetzt? Schnitter des Todes. Okay, da habe ich jetzt auch den Schnittermal drauf. Habe eine halbe Minute Zeit, den damit zu töten. Okay, aber so 100%ig habe ich das noch nicht rausgefunden, wie ich den benutze. Okay. Beziehungsweise, was ist das hier nochmal? Das Sensen. Du führst eine physische Attacke auf alle Umstehenden aus. Okay. Drosilla will noch nicht mit mir sprechen. Okay, ich muss weiter metzeln. Lass die Mätzchen. Okay. Okay, aber momentan habe ich noch keine wirklichen sinnvollen Kombinationen. Sammle die Seelen der Gegner, damit du deinen Avatar rufen kannst. Aber wie rufe ich denn? Oder ist da noch ein Skill, den ich noch nicht habe? Muss ich mal ganz kurz gucken. Höllischer Abgang, Knochen des Gebaren. Den Skill habe ich zum Beispiel auch noch nicht drin. Du rufst deinen Avatar. Ah ja, okay. Das ist der... Wahrscheinlich muss ich erst im Kampf sein. Ah. Okay. Dann will ich dir mal zeigen, was du mit einem neuen Verbündeten so alles anstellen kannst. Greif von der Seite mit dem Richtfall an. Von hinten mit den Galgen. Okay, was war das nochmal? Das war der Galgen und das war der Richtfall. Okay. Die Chimäre wird von dem Geruch frischen Blutes angelockt. Probier deine Techniken aus, bis der Boden nur noch davon trieft. Das war der falsche Knopf. Okay, jetzt muss ich noch die Guillotine benutzen. Das war der hier unten. Okay. Ausgezeichnet. Von hinten ist der Galgen am effektivsten. Wenn du ihn abwechselnd, abwechselnd mit Richtfall einsetzt, werden deine Angriffe sogar noch stärker. Okay, so langsam sollte der Boden gedrängt worden sein. Mach dich bereit, die Chimäre kann jederzeit auftauchen. Ah, da ist sie. Na also, da ist sie ja, die Trophäe unserer heutigen Jagd. Wenn du die Kraft deines Avatars nutzt, sollte dein Gegner von derselben Kaliber wie deine diese Seite, keine Schwäche rein. Ruf dein Avatar jetzt herbei, Tara, und lass diese Bestie das Nichts schmecken. Ahne die Bewegung deines Gegners vor und nutze abwechselnd Richtfall und Galgen. Jeweils von der Seite und von hinten. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, welcher ist von hinten effektiver? Nein. Der ist von... Von hinten, okay. Ah, verdammt.
muss doch aufpassen, dass ich nicht außerdem mich irgendwo hin porte. Okay. Ahne die Bewegung deines Gegners vor und nutze die abwechselnden Richtfalle und Galgen, jeweils von der Seite und von hinten. So, wir laden wieder auf. Okay, wir haben es bald. Okay, nur noch 1%. Und das sollte es gewesen sein. Juhu, wir haben unsere erste Chimäre als Schnitter besiegt. Junge, Junge, ich muss schon sagen, dass du Potenzial hast, war mir klar. Aber dass du aus dem Stegreif eine erfahrene Schnitterin das Wasser reichen kannst, überrascht mich trotzdem. Du hattest schon immer einen guten Riecher für Talente, Chefin. Stramme Leistung. Jetzt kann der Erzheim wieder fließen. Aneges handelt unter anderem mit Erzheim. Und das zu Preisen, die weit unter denen der Amaja-Bergbau AG liegen. Der Profit ist immer noch ordentlich, was die Familienkasse ausgesprochen freut, wenn uns die nicht gerade Chimären dazwischen funken. Der Chefin und unseren Landsleuten nördlich von hier sei Dank. Also, ich werde dann mal wieder zu den Tagesgeschäften übergehen. Tja, nicht nur die Amaji Bergbau AG fördert in Taladan Erzheim, wie du ja sicher weißt. Auch die verbliebenen galeischen Truppen produzieren den Treibstoff. Bevor jetzt die Alarmglocken schrillen und du zu den Messingklingen läufst, möchte ich eins klarstellen. Wir betreiben hier keine illegalen Geschäfte. Die uldanischen Gesetze verbieten zwar den Verkauf an die Galeer, aber von Ankauf ist nirgends die Rede. Ich weiß, dass ihr von Gallemite hier nicht viel haltet. Und wer soll es euch auch krumm nehmen? Aber du musst bedenken, nur ein Bruchteil der Galeere dient den kaiserlichen Truppen. Und selbst unter denen gibt es viele, die ihre Dienste nicht freiwillig verrichten. Die würden lieber heute als morgen in ihre Heimat zurückkehren. Aber da das oft nicht zur Debatte steht und das Desertieren schlimme Konsequenzen hat, verrichten sie ihre Arbeit zähneknirschend. Sich mit den Gedanken tröstend, dass der mickrige Sold zumindest ihre Familien zu Hause ernährt. Auch wir waren mal ein friedliches Volk, ob du es glaubst oder nicht. Vor vielen Jahrhunderten lebte unsere Vorfahren in Locus Amenus im Süden von Ishbad. Das Klima war mild und die Böden fruchtbar. So lebten die meisten glücklich und zufrieden von der Landwirtschaft. Ihre Felder bewirtschaften sie mit denselben Sensen, die heute wir Schatten tragen. Doch wo Glück zu Hause ist, lässt der Neid oft nicht auf sich warten. Wenn unsere Vorfahren ihre Feinde nicht gerade Felder bestellten, waren sie meist damit beschäftigt, sich zu verteidigen. Jedes Jahr wurden sie weiter und weiter zurückgedrängt, bis sie schließlich vor etwa 800 Jahren ganz aus Locus Amenus vertrieben wurden. Sie flohen nach Norden, bis Albans Reife in die unwirtlichen Regionen, die heute ein Teil von Gallemite sind. Doch selbst dort fanden sie keine Ruhe.
Kämpfe mit anderen Völkern um die knappen Ressourcen waren an der Tagesordnung. Im Verlauf dieser harten Überlebenskampfes ereignete sich die Magitek-Revolution und das Blatt wendete sich zu unseren Gunsten. Aus den Gejagten wurden Jäger, die vor lauter Machthunger und Rachedurst den Hals nicht voll genug bekommen konnten, wie das eben Leben eben oft so spielt. Aber wenn man die lange Zeit bedenkt, die wir vorher in Angst und Schrecken leben mussten, dann war es vielleicht eine unausweichliche Folge. Nicht nur waren wir unseren Gegnern zahlenmäßig unterlegen gewesen, wir konnten ja nicht mal Magie einsetzen, um uns zu wehren. Wohl deshalb traten irgendwann die Schnitter auf den Plan. Not macht bekanntlich erfinderisch und so funktionierten einige von uns ihre Sensen zu Waffen um. Unsere magischen Defizite glichen wir durch Pakte mit mächtigen Nichtgesandten aus. Diese verlieren uns dunkle Kräfte, mit denen wir gezielt die Anführer der gegnerischen Heere ausschalteten und so Chaos unter den Soldaten stifteten. Das Ziel war stets, den Gegner zu minimalem Risiko und minimalen Opfern aufzuhalten. Die Schnitter kämpften nie aus Eigennutz, sondern nur, um ihre Landsleute, ihre Familien und all jene, die ihnen lieb und teuer waren, zu schützen. Behalte diese Geschichte immer im Herzen. Denk daran, dass wir uns denn nichts zugewandt, um unseren Liebsten zu beschützen. Nur so wirst du den verlockenden Flüstern deines Paktpartners widerstehen können. Aber genug der weisen Worte. Unsere Arbeit ist hier getan. Kehren wir zurück ins Hauptquartier. So, Drusilla, wie habe ich mich geschlagen? Na, redest du mit mir? So. Deine erste Bewährungsprobe als Schnitterin hast du mit Bravour bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Das war ja nicht so schwierig. Und worum es bei den Lemuren geht, hast du vielleicht auch gemerkt. Wir sind ein Zusammenschluss geflüchteter Galeer, die sich hier in den Fremde bei täglichen Kampf ums Überleben gegenseitig unter die Arme greifen. Als jemand, der aus dem Land des verhassten Feindes stammt, hat man es in Erosea nicht leicht. Normale Beschäftigungen können die meisten von uns nicht nachgehen. Ein Grund dafür, warum wir uns am Rand der Legalität bewegen müssen, um uns durchzubeißen. Ich erwarte nicht, dass du das alles verstehst, geschweige denn gutheißt. Dennoch bitte ich dich, mir bei der Jagd nach den Nichtsgesandten deine volle Unterstützung zu gewähren. Denn alleine bin ich ihnen nicht gewachsen. Ich werde mich mit den anderen Lemuren darum bemühen, ihm auf die Spur zu kommen. Aber übe du dich derweil in deinen neu erlernten Künsten, damit du dir auch beim nächsten Mal tatkräftig zur Seite stehen kannst. Viel Glück. So. Es wird jetzt allerdings ein bisschen dauern, bis wir Drusilla das nächste Mal sehen, zumindest in der Quest. Ich werde gucken, dass ich sie ein bisschen für mich selbst levele. Aber sie steht mich erst ab Level 73 zur Verfügung und ich will mich jetzt erstmal auf die Hauptstory konzentrieren. Oder besser gesagt, bald werde ich mich auf die Hauptstory konzentrieren, weil jetzt werden wir uns erstmal in der nächsten Folge, die übrigens auch heute noch online gehen wird, um den zweiten Job, der mit Endwalker dazugekommen ist, kümmern. Und vorher sage ich danke fürs Zuschauen und natürlich ganz besonderen Dank an meine Ehrenmitglieder, die da drüben angezeigt werden, so rum, Links-Rechts-Schwäche. Und natürlich ganz besonderen Dank, also nicht nur an die Kanalmitglieder, sondern ganz besonderen Dank an die Ehrenmitglieder Joja Neiblum, Negi Magister und Klingone 23. Vielen Dank euch und wir sehen und hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.